Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier das erste Mal heute von der Berliner Bahn, genauer gesagt erstmal vom Hauptmenü, denn wir gucken uns einmal ganz kurz an, was wir hier fahren. Wir sind heute unterwegs um 11 Uhr von Tirano nach Ospizio Bernina. Das Ganze hier in so einem etwas herbstlichen Wetter, denn ich wurde darum gebeten, bei herbstlichen Bedingungen zu fahren. Und dem Wunsch wollte ich auf jeden Fall mal nachkommen, denn in der Preview, in der offiziellen, gab es nur Schnee und Sommer und wir starten mal bei diesem herbstlichen Wetter heute. Und ja, sobald wir starten, werden wir jetzt erstmal die Ansagen hören. Ich rüste schon mal nebenbei den Führerstand auf und wenn die Ansagen durch sind, dann melde ich mich wieder. Allegra, liebe Fahrgäste, das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regionalzug nach Campo Cologno, Brusio, Leprese, Poschiavo, Cavaglia, Alp, Grün und wünscht eine angenehme Reise. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ja, was ganz schlecht ist, ist tatsächlich die Halteposition hier. Das geht gar nicht. Das sollte idealerweise nicht so sein. Was wir hier haben, ist der Allegra. Ich glaube, nebenbei laufen jetzt noch genau die Durchsagen auf Italienisch und auf Französisch oder auf Rätoromanisch. Genau, wir haben den Allegra. Mit dabei sind auch noch die Einheitswagen, die ebenfalls hier mitgeliefert werden. Die haben wir auch noch im Haken. Übrigens mit überarbeitetem Sound. Und wir sind jetzt gerade hier in Italien. Das allererste Mal übrigens im TSW in Italien. Haben wir auch nicht oft. Wenn wir mal hier ein bisschen mal zum Ende des Bahnsteigs fliegen. Ja, also das hier ist der Vorplatz von Ospizio. Der ist tatsächlich, wenn man sich mal Bilder anguckt, durchaus wiederzuerkennen an dieser Stelle. Da ist auch noch so ein Hut. Das ist, glaube ich, ein Collectible an dieser Stelle. So ein Fedora. Genau, eine Pizza, Menschen, die sich unterhalten, die in diesen Cafés hier sitzen. Sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Und ja, genau, ne, heute eben bei diesem herbstlichen Wetter unterwegs. Das heißt also, wir haben auch ein paar orangene Bäume mittlerweile. Ein paar sind noch grün, also die Nadelbäume, die sind selbstverständlich noch grün. Deshalb sind die meisten Bäume auf den Bergen immer noch grün, weil viele davon vermutlich Nadelbäume sind, aber ja. Wir schließen die Türen. Hätten wir schon vor einer Minute machen müssen. Lösen und fahren los. Den Regler auch noch auf die 30 gestellt. Achso, die Federspeicherbremse müssen wir natürlich auch noch komplett lösen. Und auf geht's. Wir dürfen jetzt erstmal mit 30 ausfahren. Einmal über den Bahnübergang und auf geht's. Ja, heute geht es nicht wirklich um den Fahrplan. Heute gucken wir uns den Zug an, heute gucken wir uns die Strecke an. Wir schauen uns gemeinsam an, was ist gut, was ist schlecht. Ja, und ich würde sagen, das ist eigentlich das Wichtigste heute, ne? Das Fahrzeug, die Strecke, alles andere hat heute jetzt Nachrang hier. So, da war jetzt hier die, das ZS musste ich jetzt bestätigen. Sicherheitssysteme sind nämlich an. Und wir fahren jetzt gleich hier ganz berühmt an dieser Kirche vorbei, an der Basilica Madonna di Tirano. Kann man sich mal angucken. In Realität sieht tatsächlich sehr ähnlich aus wie das, was wir jetzt hier im TSW haben. Die Autos warten hier natürlich. Und wir brettern die einfach mal durch. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Hier auch, hier ist glaube ich eine Apotheke an dieser Ecke, oder nicht? Also es gibt auf jeden Fall so Führerstandsvideos, die kann man sich mal angucken und das hier mal vergleichen. Sieht auf jeden Fall schon ganz nett aus. Und wir sind zu schnell. Einmal, ups. So, einmal den auf 15 gestellt.
und halten dann gleich in Campo Cologno. Okay, wir dürfen 30 fahren. Ab hier sind es dann, ist das 25? Gelten die für uns? Nee, ich glaube nicht. Doch. Tatsache. Und zwar gelten die dann ab hier. Vermutlich. Ja. Nee, ab hier. Also, wenn man sich diesen Abschnitt jetzt mal anguckt mit ja, echten Führerstandsvideos, dann muss ich sagen, wirklich richtig gut getroffen im Vergleich zur Realität. Also guckt euch das mal an. Das sieht schon hübsch aus. Ne? Ja, Sicherheitssysteme sind übrigens auch hier am Start. ZS haben wir hier. Batterieschalter. Rückspiegel können wir auch ausfahren. Ne, da sehen wir sie. Zack, zack, zack. Und fahren nach Ospizio. Eigentlich müsste da als Zugziel St. Moritz stehen. Ich weiß nicht, ob wir das nicht einstellen können. Courtoisies, Flissur, Berggruen, St. Moritz. Und bestätigen. Müssen wir das bestätigen? Nee. Aber guck mal, dann haben wir jetzt hier St. Moritz tatsächlich. Das passt auch. Genau, sind gleich in Campo Cologno. Sind schon in der Schweiz, im Kanton Graubünden. Liegt 553 Meter über dem Meeresspiegel. Hat, glaube ich, eine große Kirche. Und hat rund 100 EinwohnerInnen. Also, so viel lo los ist hier in Campo Cologno normalerweise nicht. Da kennen sich wirklich alle Leute. So, das müssen wir vermutlich bestätigen. Haben wir. Also, Sicherheitssysteme sind implementiert. Ich war so dooferweise nicht zu 100% wie hier ZS und so, wie das funktioniert. Ich weiß nur, es gibt so eine Art SIFA. Ne, die Siste heißt sie, glaube ich. Und halt eben das, was hier uns punktförmlich beeinflusst. Und wir halten jetzt hier. Da übrigens ein Wanderpfad da hoch, nicht schlecht. Godmode heute übrigens noch nicht dabei, denn das Ganze ist ja vorab aufgenommen. Und wir halten an. Dass der Haltepunkt hier so weit vorne ist, ist übrigens realistisch. Das ist tatsächlich so. So, einmal das Führerbremsventil angezogen, damit wir auch nicht wegrollen und Türen auf. Ja, das sollte ein bisschen vielleicht eine bessere Render-Distanz haben. Wir schauen uns mal den Zug von innen an. Unser Allegra können wir uns auch natürlich hier hinsetzen. Ne? Ganz klar. Sonnenblenden können wir runter und hochziehen. Ne? So. Hier die zweite Klasse. Fenster können wir aufmachen. Ja, also sieht auf jeden Fall schon sehr hübsch aus. So, Türen zu. Sind eigentlich ganz gut in der Zeit.
Hier übrigens besagte Kirche von Campo Colonio, ganz berühmt hier. Ansonsten gibt es hier noch ein Kraftwerk und mehr ist hier auch dann nicht, ne? Also wie gesagt, 100 Menschen, die hier wohnen. Das Kraftwerk sehen wir dann hier. Das sind, glaube ich, diese Kraftwerksleitungen. Die führen dann irgendwie hier so hoch. Da sehen wir noch den Verlauf, wie das da hochführt. Und ja. Hier noch ein Fluss. So, und lösen. Und auf geht's. Nächster Halt ist Brusio. Wo auch unter anderem das Kreisviadukt von Brusio ist. Hier einmal der Bahnübergang. Sehe noch, hier sind immer mal wieder so ein paar Sims verteilt. Bahnübergang geht hoch. Also das funktioniert alles. Hier an der Tankstelle. Noch ein Bagger. Also es wurde auf jeden Fall ordentlich Wert auf Details gelegt. Man merkt das hier definitiv, auch wenn, glaube ich, das eine Auto hier fliegt. Oder? Ja. Das fliegt leider. Und ab hier vorne dürfen wir dann 40 fahren, aber erst vermutlich, wenn unser Zug komplett dran vorbei ist. Ich weiß gar nicht, was vom Max von Allegra ist. 100. Aber ich glaube nicht, dass wir entlang der Strecke 100 fahren dürfen. Notbremse haben wir hier. Stellwerk kontaktieren. Notbremsknopf. Zugsicherung, Führerstandsbeleuchtung, Türsteuerung, Vakuumpumpe. Ja, also auf jeden Fall einiges hier, was wir bedienen können. Auch übrigens diese Brücke realistisch gebaut. Tatsächlich mit diesen Holzschwellen. Oh, wir sind zu schnell. Müssen aber zum Glück nicht anhalten hier. Ja, also ich finde schon, die Bergkulisse, das kommt schon gut hin, ne? Ich war zwar noch nie hier in der Gegend unterwegs persönlich, deshalb kann ich das nicht wirklich aus so einem persönlichen Urteil heraus sagen, aber authentisch wirkt das auf jeden Fall schon auf mich. Auch hier so mit diesem Wanderweg, der hier so entlang führt. Hier noch eine Brücke. Und dann halten wir gleich in Brusio. Und kommen schon tatsächlich an einem Landmark der Strecke hier vorbei. Da sehen wir schon gleich das Kreisviadukt von Brusio. UNESCO Weltkulturerbe, meine ich. Müsste aber eigentlich das Kreisviadukt. Ich gucke mal kurz nach. Ja, tatsächlich. Und UNESCO Welterbe hat eine Länge von 142,8 Meter. Und ich würde sagen, wir genießen das mal aus dem Führerstand heraus. Und machen dabei ein Foto. Eröffnet Fotos am 1. Juli 1908.
toll, dass wir sogar da unser eigenes Zugende da sehen können. Wirklich, wirklich cool. Oh, wir sind zu schnell. Fühlt sich an, als würde man auf einer Modellbahn eigentlich unterwegs sein, oder? Als hätte das irgendjemand bei Transport Fever gebaut. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal ein Foto und zwar jetzt. Das kann ich mir leider nicht nehmen. Pardon. Das wird auch vielleicht noch das ein oder andere Mal kommen heute. Die ein oder anderen Fotos, aber das, was muss, das muss, ne? Vielleicht irgendwie so. Jawohl, so vielleicht. Na, ich würde es vielleicht gerne mal von der anderen Seite sehen, wie das aussieht, wenn wir dann die Stadt im Rücken haben. Oh ja, das ist doch ein schönes Bild. Na, bin nicht so ganz zufrieden mit der Perspektive. Ja, das will ich haben. Sehr schön. Und dann halten wir gleich in Brusio. Brusio hat 1.124 EinwohnerInnen. Also schon mal das Elffache wie Campo Colonio. 24 Einwohner pro Quadratkilometer. Und ebenfalls im Kanton Graubünden in der Schweiz. Fenster können wir natürlich auch öffnen. Nehmen wir die Leistung raus und halten jetzt gleich hier an. So. Ups. Okay. Ja. Unvorteilhaft. Das wollte ich eigentlich so nicht. Aber. Na gut, okay, dann haben wir jetzt ein bisschen Zeit, dann machen wir jetzt mal ein bisschen was anderes. Ich habe das Signal nicht gesehen. Ups. Dann wisst ihr was, dann gucken wir uns noch Ospizio an und fahren da auch mal ein paar Minuten und schauen mal, wie es dort aussieht. Das machen wir jetzt aber diesmal im Winter. Und zwar hier Niederschlag, Schneegrad, Bevölkerungsgrad. Nebeldichte lassen wir mal bei gering und fahren mal in Ospizio los, um uns mal diese Seite der Strecke anzugucken. Aber ja, gut, okay. Ja, ich habe ein halbzeigendes Signal überfahren. Tirano und wünscht eine angenehme Reise.
Bei Fragen. Okay, also das hier ist der zugefrorene Gletschersee hier in Ospizio Bernina, dem höchsten Punkt der Strecke, wo auch die Strecke übrigens endet und anfängt. Und wir sollen doch die Miralago, Türen öffnen. Brusio, Campo Colonne, Tirano. E vi augura buon viaggio. In caso di domande, riferitevi al personale di bordo. Allegra, ladies and gentlemen, Ja. the train crew of the Rhaetian Railway welcomes you on board our Regio service to Al Grum, Tavaglia, Bosch. Sieht auch bei Schnee hübsch aus, muss man schon sagen. Ne? Also leicht, also stark bewölkt hier, es schneit. See ist zugefroren. Hier vorne noch ein Häuschen. Passend übrigens zum Wetter, wenn ich gerade aus meinem eigenen Fenster gucke. Und wir dürfen jetzt gleich losfahren und ich würde sagen, ein paar Kilometer fahren wir jetzt auch mal gemeinsam von dieser Seite aus. Ah, wir haben sogar heute ein paar Güterwagen hinten dran, die werden mitgeliefert. Sehr schön. Ja. Halseigenes Signal überfahren, ich fasse es nicht. Dann den Geschwindigkeitsvorwähler, den Geschwindigkeitsregler auf 45. Federspeicherbremse lösen. Okay, den lösen. Und auf geht's. Auf geht's. Scheibenwischer aktivieren. Ein bisschen runter können wir den drehen. Joa, also ein hübsches Bild, das man hier so hat, wenn man jetzt hier so an den See runter guckt. Mal am Bahnübergang vorbei. Ich glaube tatsächlich, dass wir nicht schneller als 45 fahren dürfen, oder? Entlang der gesamten Strecke. Mit dem Allegra können wir auch übrigens auf Arosa fahren, auch wenn das Stromsystem anders ist, aber wir können tatsächlich das Stromsystem hier wechseln. Das funktioniert alles. Ich frage mich gerade, ob irgendwas hier bei dem Display benutzbar ist, aber sieht für mich nicht danach aus. Ja, so ein bisschen Snowpiercer-mäßig sind wir hier unterwegs heute am gefrorenen See. Na? Also ich bin mal auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Gut, zu meiner Fahrweise würde ich sagen, kenne ich sie, aber generell zur Ausgestaltung der Strecke, zum Fahrzeug, es sieht schon irgendwie ganz cool aus, oder?
Jetzt kommen wir gleich in diesen ganz weirden Tunnel hier rein, den es aber wirklich so in Realität gibt. Das müsste die Scala-Galerie sein, mit einer Länge von 140 Metern. Und wir sind mal wieder zu schnell. Und fahren jetzt hier einmal durch den Tunnel. Ups. Ich habe die Notbremse aus Versehen benutzt. Und die löst sich nicht. Das war nicht mein Ansinnen. Aber wir haben gesehen, automatische Ansagen und so. Ist mit dabei. Und wir müssen jetzt gleich anhalten in Alpgrün. Ich würde sagen, da endet dann unsere Fahrt heute. Dann machen wir mal wann anders heute eine komplette Fahrt. Aber gut, zwei angefangene Fahrten ist jetzt irgendwie auch nicht so ideal. Aber es reicht, glaube ich, meinen ersten Eindruck davon zu bekommen. Die Berliner Bahn erscheint morgen. Auf Steam und auf allen anderen Plattformen, auch für die Konsole. Preis habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe irgendwas mit 30 Euro. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt nochmal bis Alpgrün, fahren dann noch rein in den Bahnhof. Und dann sehen wir uns wann anders definitiv mal wieder, auch von der längeren Fahrt durch Bernina und dann auch hoffentlich ohne, dass ich irgendwelche haltzeigenden Signale überfahre. Denn das ist natürlich unvorteilhaft. Das ist, glaube ich, die Grüngalerie, durch die wir gerade durchfahren. Das ist wirklich ein wundervoller Blick, oder? Und wir halten hier vorne an, hier wo wir das... oh ja, ich weiß sehr gut, wie wir hier abschließen können. Einmal die Türen auf. Oh, Türen auf der rechten Seite auf. Ich habe die auf der linken geöffnet.
Genau, machen hier noch einmal einen Screenshot, würde ich sagen. Davon. Ja, aber vielleicht mal einen gescheiten Screenshot einmal. So. Ups. Durch die Rotation. So. Genau. Und dann ja, gehen Sie doch durch. Wieso stehen Sie denn hier? Hallo? Bleiben Sie doch nicht hier. Okay. Genau. Mit diesem wundervollen Blick können wir eigentlich tatsächlich die Fahrt hier beenden. Aus diesem Café heraus. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und beim nächsten Mal gibt es dann eine gescheite Fahrt und nicht so wie heute. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut. Ciao, ciao.